Ja, herzlich willkommen zu diesem dritten von 10 Videos zu Quizlet. Und jetzt geht es darum, wie kann man mit diesen Millionen von Lernkarteikarten dann vernünftig lernen. In dem Fall hier mit einer dieser vielen Formen, nämlich mit dem Karteikartenmodus. Jetzt möchte ich dir zeigen, wie man auf meinem Android-Tablet mit Quizlet diesen Karteikartenmodus verwenden kann, spielen kann, lernen kann. Dazu suche ich mir hier bei der Lupe, suche ich ein Quiz. Und ich suche hier ein Quiz mit den Europa-Hauptstädten. Das ich mir selber zusammengebastelt habe, eingegeben habe. Deswegen gebe ich hier wie Lernen ein. Und habe hier schon mein Quiz, Europa-Hauptstädte, wähle ich mir hier aus. Und gehe dann hier oben in den Kartenmodus. Aber vorher schaue ich hier noch herunter. Ich habe hier eine Übersicht über, auf der linken Seite über die europäischen Länder. Auf der rechten Seite hier dann die sogenannten Definitionen, so nennt man das in Quizlet, das sind dann hier die Hauptstädte. Ich könnte das jetzt hier durchgehen und dann schauen, okay, welche Begriffe kommen etwas schwerer vor. Ljubljana zum Beispiel, Bratislava, Bern, ich erfinde jetzt ein paar. In Wahrheit kenne ich diese dann ja doch. Und setze hier ein Sternchen. Ein Sternchen bedeutet, wenn ich das hier durchgehe, die anderen kenne ich, aber bei denen würde ich mir das nochmal genauer anschauen wollen. Ich gehe weiter, nehmen wir zum Beispiel nach Island. Gehe jetzt hier zurück. Ja, war es zu schnell. Da habe ich noch die Sternchen auf der rechten Seite, hier bei Slowenien. Und gehe jetzt hier in den Kartenmodus hinein. Ich gehe jetzt hier hinauf. Wenn ich hier weitergehe, sehe ich, dass hier bei Österreich zum Beispiel kein Sternchen gesetzt ist. Wenn ich weit hinunter gehe, bei Italien ist ja auch kein Sternchen gesetzt. Und bei Slowenien aber schon. Gut, wenn ich das hier durchgehe und einmal draufklicke, dreht sich das um, diese Karteikarte, und ich sehe dann hier die richtige Lösung. Wenn ich hier weitergehen würde, Italien, schauen wir das an. Slowenien, Ljubljana, habe ich gewusst, dann kann ich Sternchen wieder weggeben. Und so kriege ich einen guten Überblick bei all den Fragen, wo ich jetzt hier ein Sternchen habe, da hätte ich vielleicht jetzt noch Schwierigkeiten, hier zum Beispiel Bratislava zu wissen. Ich kann es jetzt aber auch natürlich einschränken, indem ich hier oben auf dieses Optionenzeichen gehe und könnte hier heroben dann eingeben, dass ich nur die Karten spielen möchte oder mir anschauen möchte, wo ein Sternchen drauf sind. Hier 4 mit Lernen, gehe dann hier unten auf Karteikarten neu durcharbeiten, bekomme dann hier heroben, sieht man es dann recht schön, wirklich dann nur die Slowakei mit Bratislava, die Schweiz, die ich mir ein Sternchen ausgewählt habe, Spanien mit Madrid. Und Island zum Beispiel. Das ist aber noch nicht alles. Ich kann in der App dann wiederum in dieses Einstellungsmenü hineingehen. Könnte mir dann zum Beispiel wieder aussuchen, ich möchte doch mit allen wieder lernen und nicht mit den Sternchen. Gehe dann wieder auf erneut durchsuchen. Und das verändert sich. Ich habe hier oben links oben 1 von 48 und gehe dann wieder der Reihe nach die dann durch. Dann möchte ich dir noch etwas zeigen, was vor allem bei Vokabellernen ganz praktisch sein kann. Man kann nämlich hier eingeben beim Begriff. Das wäre dann in dem Fall hier, wäre das bei uns das Land. Und bei der Definition wäre das dann die Stadt, dass es mir als Audio vorgesprochen wird. Österreich. Das würde hier Österreich. Wien. Wien. Italien. Rom. Und er würde mir all diese Begriffe dann vorsprechen. Wien. Wenn ich jetzt meine, okay, ich möchte mir zuerst aber dann nicht Österreich. Österreich gezeigt bekommen. Rom. Ja. Österreich. Und dergleichen mehr. Gehen wir nochmal kurz heraus. Zuerst würde hier Österreich gezeigt werden, das ist auf der linken Seite der Begriff, auf der rechten Seite die Definition. Dann kann ich dann wieder auf Karten hineingehen. Österreich. Zeigt man zuerst Österreich an. Ich kann es aber jetzt so einstellen hier, dass er eben nicht damit im Begriff beginnt, wie es hier steht. Setzt das weg. Dann würde er automatisch dann mit dem anderen beginnen, das heißt dann mit der Definition. Wien. Also er beginnt jetzt hier mit Wien. Rom. Würde dann Rom zeigen, also die rechte Spalte Ljubljana. Würde dann darstellen. Rom. Wenn ich jetzt die Vokabeln lernen würde, Deutsch, Englisch zum Beispiel, würde man zuerst normalerweise Deutsch zeigen. Wenn ich es aber umstelle, würde man zuerst Englisch zeigen und ich müsste das Ganze dann übersetzen, könnte es so durchgehen. Ja, das von mir jetzt zu der kurzen Einführung zum Karteikartenmodus mit der Android-App. Wir fangen da gleich einmal an, nämlich im Web-Interface. Und wenn ich hier bei Quizlet dann eingeloggt bin, habe ich hier die Möglichkeit, natürlich meinen Quiz zu suchen. Ich gehe hier oben auf Suchen, bin also hier im Web über einen Browser wie zum Beispiel den Google Chrome oder auch Firefox, was auch immer dir da gefällt. Gebe dann hier einen Begriff ein, gehe auf Suchen und er sucht dann in diesen Millionen von Quizzen. Ich habe hier eine große Möglichkeit, jemals mal mein eigenes.
Ich habe schon eine kleine Vorschau von Begriffen. Man sieht auch hier 48 Begriffe, hier wären es 45, 46, was auch immer. Ich gehe jetzt hier hinein und dann sehe ich hier die Aufstellung. Ich habe hier mehrere Modi, mit denen ich jetzt hier lernen könnte. Wir werden uns hier diesen Karteikartenmodus anschauen. Und hier unten habe ich hier dann diese Aufstellung. Und auf der linken Seite habe ich hier immer den Begriff und auf der rechten Seite habe ich hier immer die Definition. Das wird dann später eine Rolle spielen, wenn ich hier nämlich ein paar Einschränkungen vornehme. Ich gehe jetzt also hier an und schaue mir das hier an. Österreich, Wien als Paar, Italien, Rom zum Beispiel. Und es fällt dann sicherlich auf, dass hier auf der rechten Seite Sternchen genannt wurden oder angeführt wurden. Ich kann nämlich hierher gehen und kann hier zum Beispiel ein Sternchen dazusetzen oder nicht. Was bringt das Ganze? Das bringt, wenn mir zum Beispiel ein bestimmter Begriff jetzt hier auffällt, wenn mir eine Definition auffällt, die man dann nicht so, wie ich nicht so gut auskenne. Ich habe jetzt hier mal angenommen, ich würde zum Beispiel nicht wissen, dass Österreich als Hauptstadt Wien hat. Dann könnte ich hier zum Beispiel das Sterndal setzen. Könnte hier zum Beispiel sagen, oh, ich weiß nicht, dass Paris die Hauptstadt von Frankreich ist. Dann kann ich das jetzt hier setzen. Also du weißt schon, wenn du hier Vokabeln so spät hast, könntest du die Vokabeln, bei denen du dir schwer tust, wo du es gleich auf den ersten Blick siehst, kannst du hier gleich ein Sternchen setzen, weil du später dann die Möglichkeit bekommst, diese Spiele dann auch nur mit den hier als Sternchen ausgewählten Begriffen, also diesen Paaren dann durchzuspielen. Oder auch natürlich mit allen. Gehen wir mal in diesen Karteikartenmodus. Ich gehe jetzt hier hinein. Er blendet mir dann das hier ein und hier fängt das Ganze dann an mit Italien zum Beispiel. Ich habe hier schon ein bisschen gespielt, bin schon auf der zweiten Seite. Wenn ich zurückgehe, kann ich auf die erste Seite gehen, habe hier Österreich. Wenn ich hier drauf gehe, dann habe ich die Rückseite, gehe dann weiter, kann dann hier Italien zum Beispiel gehen. Wenn ich es mir schneller anschauen möchte, habe ich hier die Möglichkeit auf Optionen zu gehen und kann hier zum Beispiel beginnen mit Einstellen, das ist eine ganz praktische Sache, auf beiden einzustellen. Und dann, wenn ich das hier mal Schluss mache, habe ich das hier gleichzeitig eingeblendet. Kann also schnell durchgehen, Italien, Rom, und es ist anscheinend, was das Gehirn betrifft, eine ganz geschickte Sache, wenn ich gleich hier die Begriffe auf einmal sehe, mir dann besser einpräge, Slowenien, Ljubljana, Ungarn, Budapest und so weiter. Du weißt, wie es jetzt hier weitergehen würde. Siehst hier auf der linken Seite den Fortschritt und könntest das Ganze so durchgehen. Wenn du es dir zufällig anzeigen lassen möchtest, hast du hier die Möglichkeit auf Shuffle zu gehen. Dann wird dann, in dem Fall fange ich wieder vorne an, wird dann wirklich zufälligerweise dann das neue Begriffspaar dann eingeblendet. Monaco, Monaco, Vatikan, Vatikanstadt, Griechenland, Athen und so weiter. Also mit Shuffle wird da zufällig durchgegangen. Ich könnte auch hier ebenfalls hergehen, das hier wählen. Und ich würde dann hergehen und würde mir das dann dementsprechend dann vorlesen. Nämlich den ersten Begriff hier. Ja. Rumänien. Wenn ich hergehe auf Optionen, könnte ich zum Beispiel einstellen, dass man generell immer also dann die Audioangaben dann anzeigt. Könnte ich hier sogar erweitert noch sagen, soll man es für den Begriff zeigen oder nur für die Definition? Soll man es langsam vorsprechen oder normal vorsprechen? Also gerade wenn man eine Fremdsprache lernt, wäre das hier eine sicherlich geschickte Sache, hier diese erweiterten Audio-Optionen dann auch tatsächlich zu verwenden. Ich gehe jetzt hier wieder zurück, wähle jetzt mir mal an, dass ein Begriff zum Beispiel sagt, Rumänien, dann drücke ich drauf, zeigt mir die Rückseite und spricht dann auch hier Bukarest. Wenn mich das nervt, dieses ständige Vorsprechen, es nicht brauche, gehe ich wieder auf Aus, setze es zurück, gehe weiter. Ja, und überlegen wir das jedes Mal. Ja, wenn ich es eh weiß, dann muss ich eh nicht mehr dann drücken. Wenn ich wüsste, dass es jetzt Zagreb ist, dann könnte ich so machen. Oder ich könnte natürlich dementsprechend, ich gehe wieder auf Optionen, könnte sagen, okay, ich mache jetzt das mit den Sternen. Ich habe es vorhin schon gesagt, also die, die du vorher mit Stern gekennzeichnet hast, ich lerne nur mit denen. Gehe wieder hierher und habe dann dementsprechend, die ist der Auswahl kleiner geworden, 1 von 9. Und er zeigt mir nur noch die, die ich jetzt hier mit Sternen dann gekennzeichnet habe. Kann mich also auf die konzentrieren, wo ich momentan noch Schwierigkeiten habe. Also eine sehr geschickte Sache, dieser Karteikartenmodus. Nochmal zur Erinnerung, geschickte Sache, hier sich das anzeigen zu lassen mit beiden. Dann kann man das auch schön durchgehen und hier mit den Sternen und natürlich auch dann die Audio-Ausgabe. Gut, ich hoffe, es hat dir gefallen und ich sehe dich dann wieder in einem der anderen Videos zu Quizlet. Danke.